Es ist Dienstag, der 24. Januar 2023. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Gipfel des Hausbergs von Gerolstein, der Munterlei.
Es ist Dienstag, der 24. Januar 2023. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Gipfel des Hausbergs von Geroldstein, der Munterlei. Diese Felsformation gehört zu den Geroldsteiner Dolomiten. Wir haben jetzt einen Blick hier auf die Kernstadt von Geroldstein. Leider sind die umliegenden Gipfel, vor allem die höheren Gipfel im Hintergrund, wie zum Beispiel, die hängen alle in Wolken. Hier oben ist zum Beispiel normalerweise der Greckelberg und die Dietzenlei. Alle weit über 600 Meter, leider hängen die alle in den Wolken. Hier oben der 700 Meter hohe Ernstberg bei Hinterweiler, ebenfalls nicht zu sehen. Schade. Das sind auch nur Teile von Geroldstein, weil Geroldstein streckt sich auch um die Berge rum. Man kann also wirklich nur hier jetzt die zentrale Stadt sehen. Viele Teile bleiben da verborgen. Hier ist die mit Goldmosaiken bestückte Erlöserkirche, die 1913 von Kaiser Wilhelm II. Eingeweiht wurde. Tote Hose nach wie vor auf dem Bahnhof Geroldstein, der für viele Millionen Euro saniert worden ist mit Aufzügen, Überführungen etc. Die Strecke wird jetzt noch elektrifiziert. Geroldstein liegt an der Eifelstrecke Köln-Trier. Und durch die Flutkatastrophe, die war ja nicht nur an der Ahr, sondern auch hier im Killtal Richtung Trier runter, ist die Bahnstrecke leider immer noch nicht in Betrieb. Hier ist die katholische Kirche. Hier die Burgruine Löwenburg, auf die wir bei der letzten Wanderung waren. Leider alle Gipfel im Nebel oder in den Wolken. Aber wir werden im Sommer aber auch noch mal einen Film drehen. Thank you.
Das sieht mir von Natur aus natürlich viel, viel steiler aus, als wie die Kamera darstellen kann. Muss man ein bisschen aufpassen. Hier haben wir einen Elektrozaun. Denn es gibt hier tatsächlich Bergziegen. Das ist kein Witz. Ja, also die Schutzhütte vom Berg. Und hier geht es auch noch mal einige hundert Meter runter. Hier nochmal ein Blick auf den Auberg, wie eben schon erwähnt. Auch einer der Dolomiten, der Gerolsteiner Dolomiten. Hier haben wir ihn von der Seite. Von vorne sieht er aus wie so eine Hand, die aus dem Boden rausragt. Das ist also wirklich sehr interessant. Man nennt ihn auch Fünffingerberg und der vordere linke Finger, den kann man besteigen, kann man hochklettern, die anderen. Da kann ich nur von abraten, ist nur für geübte Bergsteiger. Ich versuche gleich mal, wenn wir wieder unten im Tal sind, mal zu filmen, wie er von unten aussieht. Wirklich sehr interessant. Also wir Gerolsteiner kennen das natürlich, aber für Fremde wirklich eine sehr interessante Felsformation. Der Auberg.
Wir haben ja ein verletztes Reh. Das werde ich gleich dem Förster noch melden. Kann wohl nicht mehr richtig laufen.